Willkommen zu einem neuen legendär japanischen Let's Play. Wir spielen heute gemeinsam Rise of the Ronin. Ja Leute, endlich wieder ein großes, exklusives Sony PlayStation 5 Spiel. Ich bin ultra gehypt drauf. Das Spiel sieht wirklich verdammt geil aus. Ich habe richtig, richtig Bock. Ich hoffe, ihr da draußen auch. Wir starten auch direkt los mit einem neuen Spiel. Auf geht's. Bewerten, kommentieren, unterstützen. Ihr wisst ja, wie es läuft. Vor 3 Jahrhunderten wurde Japan unter dem Tokugawa-Shogunat vereint. Es schloss die Tore zum Rest der Welt und eine Zeit lang blühte der Inselstaat auf. Doch trotz der scheinbaren Ruhe brodelte unter der Oberfläche ein Konflikt. Feudalherren, die Daimyo, standen unter strenger Beobachtung. Nach außen gaben sie sich loyal. Aber die brodelnde Unzufriedenheit entwickelte sich langsam zu einem Flächenbrand. Tief in den Bergen von Kurosu wurden heimlich Waffen für eine geplante Rebellion geschmiedet. Doch die Streitkräfte des Shoguns erfuhren von dem Plan und nahmen blutige Vergeltung. Kurosu noch eine andere Art von Waffen geschmiedet wurde. Die Krieger der verborgenen Schneide. Gleichermaßen Meister der Täuschung und der Schwertkunst waren die Fähigkeiten dieser namenlosen Krieger unübertroffen. Unter Anleitung ihrer Lehrmeisterin der Klingenschmieden perfektionierten sie ihr Können als Zwillingsklingen. Einzeln beeindruckend, zusammen unaufhaltsam. Die Zwillingsklingen sind für immer durch die Bande des Schicksals miteinander verbunden. Geiler Einstieg. Ein sehr, sehr geiler Einstieg. Allein das Intro fand ich schon extrem nice, aber das war auch richtig cool. Grundform. Okay. Ich meine, so wie sie jetzt aussehen, finde ich eigentlich cool. Eigentlich gefällt es mir ganz gut. Haarstil. Okay, man kann sich also hier noch frei entscheiden, wie man aussehen möchte. Aber eigentlich haben wir schon den coolsten Style, oder? Kann man das eigentlich jederzeit verändern? Ich weiß es nicht. Pony. Ich finde das, was wir jetzt haben, eigentlich sehr, sehr geil. Na, vielleicht das hier noch nehmen. Das sieht ein bisschen cooler aus. Oberer Hinterkopf. Was du ja alles anpassen kannst. Damit habe ich gar nicht gerechnet, dass sowas möglich ist in dem Spiel. Dann nehme ich das hier. Gesichtsbehaarung, Farbe, Haarspitze, Länge. Ach guck mal, du kannst sogar länger machen. Kürzer. Du kannst sogar lockiger machen. Okay, krass. Gesichtsbehaarung. Ja, wie gesagt, ich finde ihn eigentlich so relativ cool, wie er jetzt aussieht. Na,
Machen wir hier 10. Schnauzer. Nehme ich den hier, der passt ein bisschen besser zur Länge. Ach, da kann man nichts anpassen. Körper. Ein großer Mann. Der sehr viele Muskeln hat. Körperbehaarung, ja, so ein bisschen Pelz ist immer gut, oder? Körpermerkmale. Stimme. Kann man die abspielen? Gehen wir. Gehen wir. Gehen wir. Gehen wir. Gehen wir. Das klingt irgendwie unnatürlich. Gehen wir. Gehen wir. Ja, so ist eigentlich am besten. Gut. Charakter wechseln. Dann haben wir noch sie. Altern. Augenbrauen, Augen. Augentyp. Boah, ich bin überfordert. Ich bin absolut überfordert, weil ich nicht damit gerechnet habe, was hier alles geht, ne? Wenn ich ihre blau machen würde, wäre das so ein total einzigartiges Ding. Ich meine, wer hat schon blaue Augen dort, ne? Das ist rassistisch. Es ist einfach so, die haben keine blauen Augen. Zähne. Ey, du kannst sogar die Zähne anpassen? Haare. Haarstil. Das finde ich eigentlich auch ganz cool. Ich glaube, ich nehme das hier. Pony. Mit so ein paar Strähnen rein. Seite. Das nehme ich auch noch mit. Gesichtsbehaarung. Kann ich hier wirklich einen Schnauzer geben? Och Mann, das wird immer alles so lächerlich. Nee, ich bin nicht so der Typ. Weißt du, es gibt dann Leute, die machen daraus richtige Mutanten. Ich kann das einfach nicht. Ich mag das gar nicht. Ich spiele einfach nicht gerne einen Mutant. Sie lasse ich von der Größe. Aber ich mache sie auch muskulös. Sie ist buff. Sie ist richtig, richtig buff. Brustgröße. Oh, lassen wir Typ 2. Stimme. Gehen wir. Gehen wir. Na, mag ich eher die hier. Joa, dann wechseln wir mal ganz kurz zu ihm. Ich gebe ihm auch blaue Augen. Nee, das ist ein jugendlicher Typ. Hier. Aber so ein dunkelblaues andere würde dann zu krass unnatürlich aussehen. Ja, das lassen wir so. Gut. Ja. Deine verborgenen Schneiden vorbereiten. So wie ein Schmied ein fertiges Schwert poliert, muss man auch eine verborgene Schneide geschliffen werden. Wähle einen Feinschliff, um die anfänglichen Fähigkeiten und besonderen Fertigkeiten der verborgenen Schneide zu bestimmen und festzulegen, mit welchen Waffen sie ihr volles Potenzial entfalten. Schrecken. Ach, guck mal hier. Redekunst lügen. Anfänger, empfohlene Waffen egal. Ungeschliffen. Schatten. Ich will irgendwie Verführungstalent nehmen. Ich mag sowas.
Folge mir. Alright. Dorf der verborgenen Schneide. Wahrscheinlich lerne ich jetzt, wie man damit umgeht, ha? Huh? Welche wirst du wählen? Boah, was haben wir denn hier alles? Ein Katana? Ein Schwertpaar? Odachi? Ich glaube, ich nehme einfach ein klassisches Katana. Stangenwaffen sind aber empfohlen. Ein Speer wäre eine Stangenwaffe. Noch. Wähle etwas, das auch zu dir passt. So. Normaler Angriff, Sturmangriff, aufgeladener Angriff. Erneut drücken, um einen Sturm aus Angriffen zu entfesseln. Alle Angriffe verbrauchen Chi, welches durch die blaue Anzeige dargestellt wird. Übe deine Angriffe an ein paar Strohballen. Strohballen. Überlegst du immer noch? Okay, das ist eigentlich meine Ausdauer da unten, ne? Das ist der aufgeladene. Anvisieren. So, was nehme ich denn noch? Ich nehme noch einen Katana. Die soll es sein, ha? Huh? Du sollst vorher vermutlich ein bisschen damit üben. Warte. Wie geht das? Aha. Okay, das ist jetzt das Katana. Nice. Ich werde schon hinkriegen. Diese Waffe soll es sein? Ja. Na schön, los geht's. Übung hin oder her. Ich halte mich nichts. Okay, blocken. Übung hin oder her. Ich halte mich nicht zurück. Nicht schlecht. Wir haben ihn direkt blutig geprügelt, den armen Jungen. Ach, guck mal, das geht sogar kaputt, sehe ich gerade. Und? Was dauert das so lange? Kampffertigkeiten. Kampffertigkeiten. R1 plus Viereck und Dreieck gedrückt halten. Okay, mächtige Angriffe. Gut. Wärmen wir uns auf, ja? Okay, wir können hier auch so regelrechte Kombos machen. Autsch. Der Mann ist ganz schön erledigt. Kann ich hier nur mit diesen Fähigkeiten jetzt hier fertig machen? Ah, jetzt habe ich meine Ausdauer quasi so runtergeprügelt, dass ich ihn besiegen kann. Hier entlang. Gut, ja, die Steuerung ist nicht so kompliziert. Medizinische Pille. Okay, Sprinten ist Kreis. Ungewöhnliches Sprinten. Verborgene Schneidebanner. Wenn du mit verborgenen Schneidebanner interagierst, füllt sich dein Vorrat an medizinischen Pillen und Projektilen wieder auf. Allerdings bringt das auch bereits besiegte Gegner wieder zurück. Wenn deine Gesundheit aufgebraucht ist oder du das Spiel neu startest, kehrst du zum letzten verborgenen Schneidebanner, mit dem du interagiert hast, oder zum letzten Kontrollpunkt, den du passiert hast, zurück. Alright. Kiste, das Banner. Berühre. Schnellreisemission fortsetzen. Ausrüstung. Ich habe jetzt 3 Pillen und ich bin auch wieder voll geheilt. Okay, der hat so ein bisschen... Ich weiß nicht. Dark Souls, oder? Bonfire-mäßig. Oh, die Oma. Fangen wir an. Jetzt kämpft und zeigt mir alles, was ihr gelernt habt.
Diesmal werde ich dich besiegen. Benutze einen Konterfunken, um den Angriff eines Gegners abzulenken und so unschädlich zu machen. Okay, Konterfunken. Das werde ich ja lieben, kontern. Wow. So, einer. Boah, da musst du wirklich echt gutes Timing haben. Zwei. Drei. Ey, jetzt entspann dich mal. Darf ich sie jetzt fertig machen? Wiederholte Angriffe einer gegnerischen Combo kannst du mit Konterfunken abwehren. Konterfunke, beachte jedoch, dass der Gegner durch das Abwehren eines einzelnen Angriffes einer Combo nicht in Panik verfallen wird. Statt dich auf das Abwehren aller Angriffe zu konzentrieren, könnte Blocken unter Umständen die bessere Strategie sein. Okay, ich soll alle Angriffe abwehren. Boah. Oh mein Gott, es wird schwierig. Ich bin ja immer noch im Konter. Wie soll ich das hinkriegen? Okay, das waren zwei. War das nicht eben auch schon wieder zwei? Okay, warte. Das ist sehr schwierig. Das waren doch auch eben schon wieder zwei. Heilung. Okay, ich muss nur zwei davon... Aber das Timing ist... Ist echt nicht easy. Komm schon. Wenn du einmal in diesem Muster rausfällst, kommst du auch nicht mehr rein. Jetzt. Um Gegner ihr Chi zu rauben, ist es am besten, zunächst ihre Max-Chi zu reduzieren. Versetze Gegner durch Konterfunken in Panik und greife sie dann an. Dies verringert ihre Max-Chi erheblich, was sie erleichtert, ihr Chi vollständig aufzubrauchen. In solchen Situationen sind Kampffertigkeiten effektiver als normale Angriffe. Das kennen wir ja bereits. Geh immer einen Schritt voraus. Streng dich an. Wow. Hat sich gerade geheilt? Kritischer Treffer. Dreieck. Wenn die Kampfhaltung des Gegners unterbrochen wurde, reduziert das gesamte Chi des Gegners, um seine Kampfhaltung zu unterbrechen. Sobald der Gegner außer Gefecht gesetzt wurde und das Anvisiersymbol rot ist, kannst du einen kritischen Treffer ausführen, der enorm Schaden verursachen kann. Was ist mit mir los? So. Bitte. Du bist besser geworden. Ja. Das war gut. Als nächstes werdet ihr gegen mich kämpfen. Ich stelle mich euch bei. Bereit für Omi? Aufgepasst. Schön hinten rein. Bester Herz, du kannst gerne helfen. Boah, die Alte kann was. Ist doch die Großmeisterin. Sehr gut, sehr gut. Komm schon, Klingen, spielen. Das ist unsere Chance. Ja. Alter, verprügeln wir die Alte. Zwei verborgene Schneiden werden eins. Und nun zeigt mir, wie stark euer Band ist. Was ist los? Verborgene Schneide. Du kannst jederzeit zwischen den Partnern der verborgenen Schneide wechseln. Aktiviere verborgene Schneide wechseln. Okay. Sonst stellst du dich doch auch besser an. Lass mich mal ran. Autsch, autsch, autsch. Ich hab leider keine Ausdauer mehr.
zusammenzuarbeiten ist euer einziger Weg zum Erfolg. Ich übernehme. Haben wir aber einen Lebensbalken? Nee, haben wir nicht. Wow, 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 wow. Schon wieder keine Ausdauer. Oh, vielleicht besteht für euch jetzt auch Hoffnung. Komm schon. Noch ist überhaupt nichts entschieden. Oh, das Parieren ist mies. Das Parieren ist richtig, richtig mies. Ja, sehr gut, Schwester Herz. Diesen völligen Einklang. Noch ein bisschen nachprügeln. Oh, der hält aber was aus. Haben wir sie? Yes. Das reicht fürs Erste mit dem Training. Ich möchte euch beide mit einer neuen Mission beauftragen. Die schwarzen Schiffe aus Amerika liegen vor der Küste von Yokohama vor Anker. Schleicht euch an Bord und entwendet die geheime Nachricht, die sich in Commodore Perrys Besitz befindet. Und wenn sich euch die Chance bieten sollte, dann tötet ihr ihn. Verstanden? Diese Antwort hatte ich mir von dir erwartet. Auf diesen Tag hat sich unser Clan seit langem vorbereitet. Der Tag, an dem wir endlich gegen die Tokugawa in den Krieg ziehen. Dies ist ein Befehl. Ein Scheitern der Mission ist keine Option. Seid ihr bereit, zu den schwarzen Schiffen aufzubrechen? Gut, ich verlasse mich auf euch. Nun geht. Wir lassen das Boot hier. Niemand darf uns bemerken. Wir müssen gemeinsam angreifen. Fangen wir an. Okay, berühre den Banner, muss ich nicht. Niemand darf uns bemerken. Kann ich die so von unten wegstealthen? Und ab wann sehen die uns halt? Kriege ich da irgendwie eine kleine Warnung? Schalte einen aus. Den anderen übernehme ich. Anvisieren. Ziel wechseln. Okay. Ist mir eigentlich völlig egal. Oh nein. Alter, ist das Spiel blutig. Ja, erstmal schön versaut. Boah. Kann ich nochmal? Wie halt sieht's aus? Okay, er ist ersoffen, weil ich ihm wahrscheinlich die Beine weggeschnetzelt habe.
Ich habe eigentlich die richtige Taste gedrückt. Ja, ich muss erstmal reinkommen, Leute. Ich habe das Spiel noch nie gespielt. Verschiedene Gegnertypen können anhand der Symbole über ihren Köpfen identifiziert werden. Normaler Gegner, würdiger Gegner. Ein würdiger Gegner sind die Anführer gegnerischer Gruppen. Wenn du den Anführer einer Gruppe von Gegnern ausgeschaltet hast, kehren sie nicht mehr zurück, wenn du mit einem Banner interagierst. Aha, okay, ist doch nicht ganz so Souls-like. Toll, so viel zum Thema, wir stealthen uns da rein. Oh mein Gott. Alter, what? Wundert euch nicht über diesen merkwürdigen Cut, denn ich hatte eben gerade irgendwie Probleme mit dem Spiel. Weg mit dir! Heilung. Also das Spiel ist ja ultrasaftig. Keine Ausdauer. Ah, ich komm nicht ran. What? Ja, ich hatte eben gerade irgendwelche Probleme mit dem Spiel. Keine Ahnung. Hat einfach Standbild. Berühre das Banner. So, wenn ich das jetzt berühre, dann kommt der aber nicht wieder, ne? Alter, ist das Spiel heftig blutig. Habe ich gar nicht mitgerechnet. Ja, wie gesagt, ich muss erstmal reinkommen. Am Anfang wieder 1000 Dinge, die man lernen muss. Und dieser Funke, das Pariersystem, das ist auch nicht so easy. Damit muss man sich auch erstmal so ein bisschen reinfuchsen, um den Rhythmus der Angriffe und sowas zu lernen. Wie wechsle ich nochmal hier? So. Gut, hier machen wir erstmal eine Pause und sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bewerten, kommentieren, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss!